Kapitalismus ho! Wir haben Tag 29 morgens. Wir haben 89.149 Picks. Wir müssen heute Abend 200.000 Picks zahlen. Das wird eine Herausforderung. Ich glaube, wir haben die Regale schon ordentlich ausgestattet, wenn ich da noch recht in der Annahme gehe. Ja, das ist in Ordnung so. Okay, handeln. Los. Ach, er schon wieder. Ich weiß. Du willst dein Ding jetzt haben. Heute nicht, morgen vielleicht. Entweder morgen oder übermorgen. Definitiv. Ich habe ja schon 2/3 von deinem Zeug, ja? Also, nerv dich. Aha. Das willst du also haben. Hier. Bitteschön. Okay. 109.000. Ach so. Foodstuffs. Ja, habe ich. Was kann ich dir anbieten? Vielleicht ein paar. Bisschen was davon und davon. Jo. 88.000 noch. Wer will noch mal? Oh, cool. Okay. Es wird knapp. Ich sage euch, es wird knapp. Bitte, kauft ordentlich. Aha. Sie essen Vollgas. Was ist Vogel? Was ist Feind? Grab. Das klingt böse. Was denn? Du weißt nicht, was Vollgas ist. Armut ist ein Fluch. Tier, hilf mir. Ja, sehr gut. Vollgras ist ein... ist ein Lebensmittel hergestellt aus Guß. Was ist Guß? Aus einer Leber und ist ein High-Class Gericht. Unter anderem dadurch, was da, wie es hergestellt wird. Aha, ja. Im Grunde Stopfleber, wa?
Okay. Klar kriegst du das. Für den Preis? Gut. Oje, das wird knapp. Das wird echt knapp. Oh. Das ist sehr schön. Hier, der Preis ist doch gut. Okay. Okay, ich glaube, wir haben... Wir schlagen uns ganz gut. Meine Liebe. Was willst du? Oh, 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 oh. Das freut mich doch. In vielerlei Hinsicht. In vielerlei Hinsicht freut mich das. Okay, okay, okay. Oh, oh. Na gut. Ich will meinen Lauf nicht verlieren. Gerade. Ich krieg das schon hin. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ich habe schon mehr als die Hälfte geschafft eigentlich. Also. Ah, Silberrüstung. Was haben wir noch? Silberhelm. Magnetzeug. Harte Schuhe. So, eine Statue. Und dann sind wir wieder voll hier. Und jetzt öffnen wir wieder. Komm, das schaffen wir. Okay. Hier. Sehr schön. Wir schaffen das, wir schaffen das. Natürlich steht das zum Verkauf, deswegen ist es doch da einsortiert. Hier. Wir schaffen das, echt? Leute, wir schaffen das. Oh, oh, oh. Okay, wenigstens unter 50%. Wir schaffen das trotzdem. Komm, wir schaffen das. Wir schaffen das. Wirklich. Ah, das willst du kaufen. Komm, 120. Bitteschön. Bitteschön, 120. Das scheint mir ein ordentlicher Preis zu sein. Okay, ich brauche nur noch 28.000. Das schaffe ich. Die will ein Bracelet. Da habe ich doch bestimmt was, oder? Ja. Hier, das. Komm, 112%. Okay. Wir schaffen das, Leute. Wir schaffen das. Einen Hut. Nun gut. Ich glaube, der Winter kommt bald. Also, wie wär's mit einem warmen Hut? Sehr schön. Level up. Noch besser. Heavy Armor. Habe ich da was? Ich habe nur Lederarmor. Und der ist, das ist überhaupt nichts wert. Hm. Was habe ich noch Wertvolles, was ich da ausstellen kann? Das ist relativ wertvoll, aber nicht so. Das kann ich noch hinstellen. Da ist auch nichts besonders Wertvolles dabei, oder?
Na gut, die. Es geht alles nicht besonders. Ich könnte vielleicht so eins noch mit ausstellen, aber ich kann wirklich nur hoffen. Aber es müsste kommen. Es sind noch genug. Ja, komm. Komm. 20.000 noch. Das schaffen wir. Komm. Das schaffen wir, Leute. Wir schaffen das. Das sieht echt gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ah, verdammt. Hier. Bitte, noch ein bisschen. Ein bisschen noch. Och nö. Bitte jemand was direkt kaufen und was Teures, bitte. Nein, also nicht viel. Ein bisschen, meinetwegen. Oh. Verdammt. Nein! Nein! Oh nein. Oh. Und so endete die diese Heldin bei dieser bitteren Realität zertrümmert. Ja, warum muss ich in einer Box enden? Game over. Das muss ein Witz sein. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, du bist in einem Koma. Tier? Aber ich schlafe. Tier war nur ein Traum, schätze ich. Der Traum schien mir so real. Ich dachte, ich meine, ich... Kissen. Würdest du bitte aufwachen? Okay. Ich hab den Sheriff nicht erschossen. Ich schwöre. Okay. Oh, Tia. Es ist, guten Morgen. Ja, sie ist noch halb im Schlaf. Ich vermute... Mikete. Du bist die Eigentümerin dieses alten Jobs. Du musst lernen, Verantwortung zu übernehmen und nicht den ganzen Tag zu schlafen. Du hast recht, ich muss... Ich erinnere mich nicht ganz. Dass du anscheinend wach und schlafend zu der gleichen Zeit sein kannst, ist ein Wunder. Wenn es mich nicht mit blindem... hoffnungslosen Terror füllen würde. Gestern haben wir die Händlergilde bezahlt und dann unseren Job eröffnet. Hast du das schon vergessen? Von diesem Tage an sind wir im
Geschäft. Die Art und Weise, wie das läuft, fürchte ich allerdings über die Zukunft. Ja, richtig. Das ist richtig. Wir sind im Geschäft. Warum lächelst du so? Das Lächeln, das du hattest, als du schliefst, wird nur größer. Oh, kein Grund. Ich dachte nur, dass ich etwas in meinen Träumen gesehen habe. Dir, lass uns unser Bestes geben. Nun, wenn du wirklich dazu bereit bist, das durchzuziehen, wasch dich und triff mich unten. Werde ich tun. Ich wundere mich wirklich, was jetzt, oh, was das? Das ist, okay. Also, ich habe einen Itemshop. Und Zeug. Und das ist alles cool und toll. Also, was tun wir nun? Das ist, liegt an dir. Wenn du sitzt, können wir direkt öffnen. Oder du kannst den Shop neu organisieren und wir könnten nach neuen Ausrüstungsgegenständen suchen. Das sind einige Optionen. Das ist, sagt die jetzt wirklich nur noch dasselbe wie beim ersten Mal. Scheint so. Aber wir haben einiges behalten und unser Level behalten und so. Aha. Das ist interessant. Das macht es ein bisschen einfacher. Ich frage mich, was wir sonst noch so behalten haben. Neben. Ich weiß, wie das läuft. Ein Glück, dass man sowas überspringen kann. Wo ging das nochmal? Ich weiß es nicht. Aber von den Zahlungsständen her bin ich wieder am Anfang. Geldmäßig auch ebenfalls wieder am Anfang. Jetzt habe ich die ganzen Gegenstände hier und den größeren Job und alles. Und was ich mich jetzt frage. Moment, ich rede mal nochmal mit Tier. Outstanding Orders? Keine. Also hat der Magier ja jetzt keine Bestellungen. Ich werde mal hier zur Abenteurergilde gehen. Ja, ist gut. Ah, okay, wir müssen das also von vorne anfangen, quasi. Nee, der hat noch sein Level. Der hat noch sein Level. Aber wir müssen einiges wieder freischalten hier. Ja, ich weiß. Du erklärst mir das nicht nochmal, bitte. Ich weiß das. Okay, Leute. Das ist aber auch knapp fehlgeschlagen. Ich schätze, wenn ich da nochmal neu geladen hätte am Anfang vom Tag, hätte ich es vielleicht geschafft. Aber hey, das ist interessant. Wie das läuft, wenn man einem das nicht gelingt. Es ist durchaus interessant. Muss ich ja sagen. Im Mindesten. Ist genial gemacht, würde ich sagen. Es wird einem quasi leichter gemacht, dadurch, dass man eben. Naja. Es macht Sinn, ne? Dass es einem leichter gemacht wird. Finde ich zumindest. Jetzt ist es eigentlich ein bisschen zu leicht am Anfang, aber hey. Hey, was soll's?
Also die Zahlung, die ich beim letzten Mal nicht geschafft habe, schaffe ich so auf jeden Fall. Bei der nächsten bin ich mir nicht so sicher. Obwohl eigentlich schon ziemlich. Denn, naja. Das kann ja nicht so schwer sein. Das kann ja nicht so schwer sein. So, der ist auch weg. So. Also der hat auch sein Level noch und seine Ausrüstung. Ich muss aber seine Karte wieder verdienen. Genauso wie die Karten von den anderen. Ach, die vier sind ja auch. Ja. Ich habe ja gesagt, ich war der Meinung, dass ich die von denen schon mal so ein Ding drauf gesehen habe. Aber... das war dann wohl hier in der Trainingshalle und ich weiß nicht, was ich dann noch gemacht habe. Falls das tatsächlich der Fall war. Weil dann wird es sich daran gelegen haben, dass es in der Trainingshalle war. Denn wir werden dasselbe hier droppen wie dort. Da bin ich mir ziemlich sicher. Denn die Chestnuts droppen sie hier zum Beispiel auch. Das ist kein Unterschied. Der Unterschied ist, dass hier weniger anzutreffen sind, weil der andere Dungeon größer ist. Von daher lohnt sich der andere Dungeon eher. Ja. So. Ist natürlich klar, dass dies jetzt wirklich ein bisschen... Ich habe die Befürchtung, dass die Folgen bis zum... bis wir wieder halbwegs auf dem Stand sind, wo wir vorher waren, ein bisschen langweilig werden könnten. Das ist so meine Befürchtung. Ich weiß nicht, ich finde, man hätte vielleicht nicht... Ich finde, es ist ein bisschen übertrieben, was man alles übernimmt, ehrlich gesagt. Ich finde, wenn man allein nur den Merchant-Level übernehmen würde, wäre das schon ein großer Vorteil. Wenn man von Anfang an Bestellungen aufnehmen könnte. Von Anfang an... besser verhandeln könnte, von Anfang an seinen Laden erweitern könnte für nur 10.000 Picks, von Anfang an Gegenstände ankaufen könnte, von Anfang an die News hätte, die die Preise verändern, die man ausnutzen kann. All das sind Vorteile, die nicht zu unterschätzen sind. Und dazu behalte ich jetzt mal die Gegenstände und so. Und die Level der Abenteurer, das finde ich fast ein bisschen übertrieben, muss ich gestehen. Muss ich ja gestehen, dass ich das etwas übertrieben finde. Aber ich schätze, nach ein paar Wochen, wenn ich ungefähr so weit bin wie vorher, hat sich das mittlerweile ausgeglichen. Locker. Was haben wir? Clothes, die können weg. Slime Fluid. Normales, der nichts irgendwie Besonderes kann. Kein Plus oder so. Schmeißen wir es weg. Der hat auch kein Plus irgendwas. Gut. Dann nicht. Ja, ich weiß. Da ist eine Kiste mit deiner Karte. Und die erscheint gierig. Und hier können wir rausgehen, ich weiß. Geschafft.
So, das war's. Wenn wir schon hier draußen irgendwo unterwegs sind, können wir uns so mal ein bisschen uns noch umschauen. Ist hier noch irgendwas, was gerade günstig ist? Nee. Vielleicht haben wir irgendwas zum Fusionieren. Gilded Sword könnten wir zum Beispiel machen. Nee, das stelle ich nicht her. Ich bin ja nicht sicher, ob der Typ das haben will. Das wäre interessant. Paella Pen. Hätten wir ja. Ja, das Zeug können wir ruhig brauchen. Okay, das war's. Das war's. Und jetzt öffnen wir nochmal. Ich wette 10.000 machen wir jetzt allein. Dieser Ort ist nicht annähernd so schön, wie ich gedacht hätte. Können diese Leute mir wirklich geben, was ich brauche? Entschuldige? Ah, ich habe keine Wahl. Ich muss vor. Man muss einfach fragen. Hey du! Hol mir den Besitzer dieses Ortes. Ich muss Geschäftliches mit ihm besprechen. Den Eigentümer? Du schaust sie gerade an. Was kann ich für dich tun? Ha? Oh, Nani denn da? du machst einen Scherz. Verschwende nicht meine Zeit, Mädchen. Hä? Nein, wirklich. Ich bin die Eigentümerin. Kann ich dir helfen? Ja, warum spiele ich das eigentlich durch? Oder hab was angefangen durchzuspielen? Weil das haben kennen wir doch alles. Das kennen wir doch alles. Das passt doch. So, was bist du? Okay. Nein, so viel wirst du wohl nicht bezahlen, aber 117 ist okay. Jetzt können wir die Schulden schon bezahlen für diese Woche. Das ist ja interessant. Sagen wir so. Ah, zwei Foodstuff, okay. Ja, Tag 3, ich weiß. Was will sie? Ja, wie war das Zurückzahlen in kleinen Raten und so, die sich ständig erhöhen? Das kennen wir doch. Also wenn sie das schon so machen, dass das nochmal kommt, dann könnten wir doch das mal automatisch überspringen. Was wir schon kennen, oder? Außer vielleicht gerade die Anfangsszene. Die kann ruhig nochmal durchlaufen. Das wäre was ich sagen würde. So, um zu zeigen, hey, wir haben das nur geträumt oder so. Ja, das macht Sinn. Aber sonst. Wir haben das nur geträumt und in Wahrheit sind wir sowieso reicher. Und im Traum haben wir Erfahrung gesammelt oder so. Irgendwas in der Art. Das wäre interessant. Aber wir müssen nicht alles wieder durchspielen. Oh. Ein Geschenk für deine Mutti. Eine Schalenrüstung. Nun gut.
Vielleicht brauchst du ja einfach nur einen besonders starken BH, weil das ist ja für diese Gegend. Ich meine, ich weiß ja nicht, wie alt ihre Mutter ist. Wenn sie schon sehr alt ist, kann das schon gut sein. Dass da ein bisschen mehr nötig ist. Ein bisschen mehr Hebelkraft und so. Ja, für sie mache ich es so günstig. Sehr schön. Noch eine Bestellung. 160%. Sehr schön. So, Tier. Komm mal her. Hi, was ist das? Bestellung. Na, zwei Tage haben wir die erste offene Bestellung. Das wird hier ausgestellt. Ja, vielleicht noch das hier. Was haben wir sonst noch? Hier plus 8 Dingens. Das ist auch ganz interessant. Das Schalenbrustteil nochmal. Und dann öffnen wir nochmal. Was will er? Zwei Waffen in zwei Tagen. Klar. Ah, Kuchen, den seine Großmutter für Ewigkeiten aufbewahrt hat und die er jetzt trotzdem verkaufen will, weil... Ja, gut. Diese Aussagen mache bei... Wenn man gerade was zu essen verkauft, nicht so viel Sinn war. Nicht so wirklich. Oh, das willst du haben. Da musst du schon ordentlich blechen. Denn das hätte ich lieber in den Händen meiner Helden gesehen. Okay. 28.170. Lederhandschuh. Okay. Der ist auch weg. Und was ist du? Deine Frau hat dich gebeten, was zu essen zu besorgen. Vielleicht sowas? So zu... Nein, nicht ganz. So zu dem Preis. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, was das zweite nochmal gekostet hat. Oh, du sollst das verkaufen. Ups. Ach, die bringt mir jetzt zwei, wie Zeit funktioniert. Das brauche ich nicht nochmal zu hören. Du gehst jetzt hier zum Jadeweg. Oh, du kannst jetzt sogar alles schon auswählen. Na, das ist cool. Aber du gehst 1 bis 5 erstmal und dann kannst du dich durchkämpfen. Wir müssen ja schließlich das eine Zeug finden. Und das findet man nicht einfach so. Kann man einfach mal durchwaschen. Da muss man schon ein bisschen mehr Anstrengung reinstecken. Also das Zeug, das die angeblich droppen. Natürlich ist das nicht der einzige Grund, hier reinzugehen, aber es ist einer. Eine Sache, die ich hier wirklich gerne finden würde. Der hat es auch nicht. Ich frage mich, wie oft das gedroppt wird, wirklich.
Angenommen davon, dass ich die ausgehen davon, dass ich hier auch die richtigen Gegner schnetze. Ich meine, wenn das nicht der Fall ist und in Wahrheit der nächste Dungeon der richtige dafür wäre, dann ist es natürlich verständlich. Der Beschreibung nach müsste ich richtig sein. Rein der Beschreibung nach. Ah, der ist schon wieder geswitcht auf die falsche Attacke. Aber Levelaufstieg hat er auch bald schon wieder. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Das ist ja mal wieder. Es geht ja mal wieder ab hier. Sorte. Ja, du auch. Na, na, na. Kaputt mit dir. Kaputt mit dir. Und da geht's runter. Aber erstmal hier weitergehen. Das scheint mir wichtiger. Wir haben möglichst viele von denen erledigen, von daher ist das schon richtig. Schleimzeug plus 4. Okay, jetzt kann ich runtergehen. Oh, Attack Power Double. Cool. Nicht, dass ich das nötig hätte, aber hey. Oh. Du. Special Inkwell. Ja, nicht schlecht, aber nicht, dass ich was ich suche. Nicht das, was ich suche. Nicht das, was ich suche. So, noch eine Biene und Insektenfalle und dann geht's da oben noch irgendwo hin. Ich weiß noch nicht genau wohin. Eine Truhe, wa? Mit Kleidung, die so schäbig ist, dass es den Titel Kleidung nicht verdient. So. Wir kriegen dich. Und ich auch. Sowieso. Und du bist mir eigentlich egal. Dein blödes Fell interessiert mich gerade nicht. Dein Fell interessiert mich gerade nicht. Und alles andere. Alles andere. Auch nicht so besonders. Nicht, wenn es von dir kommt. Nicht, wenn es von dir kommt. So. Was haben wir noch hier? So, was haben wir noch? So, Kirschen haben wir noch. Okay. Und das Vieh?